Falls ihr ein X2Laser via Smartphone oder Tablet ansteuern möchten, geht das ganz einfach via App. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Verbindung zum Gerät herstellen können. Zuallererst müssen Sie sich die X2 Creative Space App auf Ihr Gerät herunterladen. Die App finden Sie je nach Gerät entweder im Google Play Store oder im App Store. Wenn Sie die App dann öffnen, wird Ihnen direkt angezeigt, dass noch kein Gerät verbunden ist. Um das zu ändern, tippen Sie auf Gerät verbinden und anschließend dann auf Gerät hinzufügen. Hier wählen Sie jetzt aus der Liste den X2Laser aus, den Sie gern verbinden möchten. Im nächsten Fenster bekommen Sie dann auch schriftlich nochmal angezeigt, was als nächstes zu tun ist. Als erstes müssen wir unseren Laser logischerweise einschalten. Dann halten wir die Taste am Laser so lange gedrückt, bis das Licht am Gerät grün zu leuchten beginnt. Hat das geklappt? Dann tippen Sie einfach auf Weiter. Nun können wir entweder den Standortzugriff erlauben, dann findet die App unsere Netzwerke automatisch, oder wir geben die Daten mit einem Tipp auf den kleinen grünen Textlink unten manuell ein. Wenn wir dann unsere Daten eingegeben haben, tippen wir einfach auf Weiter. Nun müssen wir auf die WLAN-Einstellung unseres Telefons wechseln und uns dort mit dem X2Laser verbinden. Das nötige Passwort wird uns in der Creative Space App angezeigt. Anschließend wechseln wir zurück in die App, wo sich jetzt die Verbindung zum Gerät herstellt. Wenn die Verbindung erfolgreich war, sollte das Licht nun je nach Laser entweder weiß oder blau leuchten. Wenn Sie zum Schluss nun beim Öffnen der App nach vorhandenen Geräten suchen, sollte der Laser nun in Ihrer Liste auftauchen. Wenn Sie sich zukünftig wieder mit dem Gerät verbinden, müssen Sie übrigens nicht jedes Mal den gesamten Verbindungsprozess durchlaufen. Dann reicht es, wenn Ihr Gerät ganz normal via WLAN verbunden ist. Und das war's auch schon. Sie sind jetzt bereit, Ihr erstes Laserprojekt in der App zu erstellen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei.